Guten Morgen. Ich habe euch diese Flaschen empfohlen. Tritan und BPA frei. Davon gibt es auch noch eine zweite, die ich habe. Und wie ihr wisst, habe ich auf meiner Homepage viele Produkte, mit denen ich sehr zufrieden bin, die ich euch empfehle. Im besten Wissen und Gewissen. Aber nach einer Zeit stellt sich dann oftmals heraus, wie es auch in dem Fall dieser Tritan-Flaschen hier ist, dass diese Empfehlung, ja, nicht mehr aktuell ist. Und dann update ich natürlich auf meiner Homepage die Produkte, das habe ich jetzt auch wieder getan und ich habe diese Flaschen hier runtergenommen. Dazu habe ich noch ein paar andere Sachen, ja, runtergenommen. Das Radwerkzeug ist relativ schnell kaputt gegangen und die Matratze, da bin ich jetzt, habe ich jetzt auch gewechselt. Mit der war ich zwar trotzdem noch halbwegs zufrieden, aber sie ist relativ schnell durchgelegen gewesen und deswegen ja auch da ein Update. Und ich habe mein Allround-Messer, ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht in Haushaltsgeräten hatte, was ich schon seit Jahren habe. Und ich habe auch den Kontaktgrill, mit dem ich seit über 10 Jahren gegrillt habe oder 8 Jahre gegrillt habe, die letzten 2 Jahre jetzt nicht mehr so intensiv. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal einen Tofu grille oder Gemüse, dann ist das auch mit dem komplett fettfrei halt möglich und hält immer noch. Die Sachen habe ich halt geupdatet. Aber ja, das größte Ding ist eigentlich tatsächlich, ja, sind diese Flaschen. Und da möchte ich euch einfach mal sagen, weil ich weiß, sehr, sehr viele, auch in der gesundheitsbewussten Szene, lieben von Nalgene oder Nalgene oder keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, diese Flaschen. Aber bei beiden Flaschen war nur Wasser drin. Und nach, ja, 1,5 Jahren oder knapp 2 Jahren, also nachdem quasi die Garantie erloschen ist, stinkten die so dermaßen innen und es war wirklich nur Wasser drin. Bei der war vielleicht auch, mal so Orangenschalenpulver drin und vielleicht auch mal so ein bisschen Gerstengrassaftpulver oder sowas. Aber immer danach auch ausgewaschen. Aber in der war nur Wasser drin. Und ja, und beide stinken bestialisch. Also kann man wirklich keine mehr anbieten. Und falls jemand sie doch möchte, ich habe die jetzt bei mir, nach dem Video werde ich sie auf jeden Fall entsorgen. Ich warte vielleicht noch 2-3 Tage. Wenn jemand von euch möchte, kann er sie sich gerne abholen. Also ich habe auch noch so einen Deckel dazu. Ne? Also ja, und deswegen habe ich die auch auf meiner Webseite runtergenommen. Und da wollte ich euch nur mal darüber informieren, weil nicht jeder geht immer auf die Seite und schaut, na, was hat denn der Christian geupdatet mit den Produkten, mit denen er zufrieden ist. Und gerade bei diesem Produkt weiß ich, dass das viele kaufen, wollte ich auch einfach mal, ja, Negativpropaganda machen, beziehungsweise einfach sagen, bitte kauft das nicht, weil ich halt bin nicht mehr dazu mit zufrieden und ihr könnt das natürlich trotzdem kaufen, aber ich wollte euch einfach, ja, einfach ehrlich und offen, wie das in meiner Art ist, immer auf dem Laufenden halten und es war mir einfach ein Bedürfnis und deswegen habe ich die auch nicht weggeschmissen, sondern sofort an euch gedacht und bin mir sicher, der ein oder andere wird die auch wieder in den Warenkorb legen und jetzt bald Weihnachten und deswegen, ja, Nalgene, Tritanflaschen nicht kaufen. Am besten sind tatsächlich Glasflaschen, fahre ich jetzt am besten mit oder was ich persönlich mache ist, wenn ich keine Glasflasche mitnehmen möchte, dann nehme ich halt doch mal so eine 1,5 Liter PET-Flasche aus dem Aldi oder aus dem, ja, auch mit dem Bewusstsein, dass die nicht so gesund sind, aber hauptsächlich halt Glasflaschen und oder Edelstahlflaschen, wenn ihr euch die leisten könnt. Ich habe so eine alte gefundene, die ich auch manchmal nehme und aber hauptsächlich bei mir eigentlich immer Glas, 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 Glas oder halt den Live-Store. Da könnt ihr aus jeder Pfütze, aus jedem Fluss, selbst aus der Elbe oder aus dem Rhein trinken, genüsslich, da passiert gar nichts. Ich habe das selber getestet auf meiner Deutschlandwanderung. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ich habe ja alle Episoden der Deutschlandwanderung in einen Film zusammengefasst, so dass man durchweg, und das war auch der Wunsch von einigen, durchweg das schauen kann, ohne Werbeunterbrechung, einfach mal, das Ding geht glaube ich über 4 Stunden, 5 Stunden, einfach mal die ganze Wanderung. Und da hatte ich halt auch den Live-Store mit und konnte da, ja, was trinken. Und ja, also von daher, Update und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ach, das hätte ich fast vergessen. Wenn es um meine Homepage geht, also Christian YT heißt die Webadresse, also www.christian.yt, YT, YouTube, www.christian.yt. Da habe ich auch immer eingeblendet, dass ich halt Gespräche anbiete. Und diese Gespräche biete ich nach wie vor an, ich habe aber den Button erstmal wieder runtergenommen, weil ich bin für die nächsten 3 Monate komplett ausgebucht, was die Gespräche angeht, weil ich habe mir vorgenommen, beziehungsweise mir selbst auferlegt, nur 2 Gespräche pro Woche zu machen, aus dem einfachen Grunde, weil ich der Meinung bin, dass ich den Menschen viel mehr helfen kann, wenn ich mehrere Leute anspreche. Und
Ja, und bietet das halt trotzdem immer mal an, weil der ein oder andere, der bedarf es einfach so, ja, 1:1 ein Gespräch, um ihn ja vielleicht unterstützend irgendwo unter die Arme zu greifen. Und deswegen, es gibt die Gespräche noch, aber sie sind nicht mal auf der Homepage, weil wirklich die nächsten 3 Monate, ja, da ich keins mehr anbieten kann. Und von daher, ja, das nur noch mal zur Information für all diejenigen, die sich jetzt wundern, warum auf meiner Homepage dieser Gesprächsbutton plötzlich nicht mehr da ist. Naja, gut, das ist jetzt endgültig gewesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. Und Hände weg von den Tritanflaschen. Nalgene. Stinken ohne Ende.